Helmut Seifen, die 26. Sitzung des NRW-Landtags liegt hinter uns. Wieder zwei spannende Tage. Was waren aus Ihrer Sicht die Höhepunkte? Also die Höhepunkte waren natürlich einmal die Anträge, die eingebracht werden von den Fraktionen und vor allen Dingen von uns. Der Antrag über die Qualitätsanalyse an Schulen nochmal nachzudenken. Aber natürlich war die Causa Regierung, also Schulze-Vöcking und DITIB-Besuch von Herrn Laschet. Das waren sicherlich die Höhepunkte dieser Plenardebatten. Am ersten Tag wurde die Causa Schulze-Vöcking diskutiert. Wie hat sich das aus Ihrer Sicht dargestellt? Ja, die Ministerin kann einem persönlich leid tun, das was passiert ist. Aber hier wird eigentlich deutlich, wie Regierung heutzutage funktioniert. Die Causa Vöcking ist eigentlich ein Symptom dafür, dass es in dieser Regierung offenbar nicht durchgedrungen ist, dass jeder, der Verantwortung trägt, mit dem Grundsatz Wahrheit und Klarheit am weitesten kommt. Und hier wurde eben gerade die Klarheit nicht nach vorne gebracht, sondern es wurde vernebelt und um Wahrheit ging es da auch nicht, sondern es wurde verschwiegen, es wurde verheimlicht, es wurde Widersprüchliches ausgesagt. Und dann kann man sehen, wie eine Regierung ins Schwimmen kommt, wenn sie diese Grundsätze nach Wahrheit und Klarheit so vernachlässigt. Der große Teil unserer Bevölkerung lehnt den Islam in den Ausprägungen, wo er in unser tägliches Leben immer wieder hineingreift, kategorisch ab, das wissen wir. Trotzdem hat unser Ministerpräsident gesagt, der Islam gehört zu NRW und das Ganze im Zusammenhang mit der Einweihung einer Moschee der DITIB. Das war der nächste Höhepunkt, unser Fraktionsvorsitzender ja auch in der Aktuellen Stunde Stellung nehmen konnte dazu und auch deutlich gesagt hat, dass natürlich der einzelne Mensch, der seine Religion ausübt, selbstverständlich willkommen ist in unserer Gesellschaft, wenn er sich denn unseren kulturellen und zivilisatorischen Fortschritten anpasst. Aber hier ist es ja so, dass es um den Islam als Ideologie geht, als Religion geht. Und der kann nicht zu uns gehören, weil es eine vorzivilisatorische, eine voraufklärerische Ideologie ist. Auch das Christentum musste ja verschiedene Aufklärungsschritte durchlaufen und die hat der Islam nicht durchlaufen. Die Themen Islamisierung und illegale Einwanderung sind sicherlich sehr beherrschend momentan in dieser Zeit. Trotzdem haben wir viele weitere Themen als AfD in das Parlament eingebracht. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal gemeinsam an, was Sie und Ihre Kollegen getan haben. Da kann ich nur zuraten. Ich freue mich richtig, dass es hier eine Einheitsmeinung gibt, denn dann braucht man auch mal eine zweite. In der vorangegangenen Debatte haben Sie immer wieder gesagt, wir seien der Spaltpilz. Und ich möchte Sie da ein bisschen korrigieren. Wir spalten nicht, wir leisten Widerstand. Wahrheit und Klarheit. Wahrheit und Klarheit müssen die Grundlagen sein, nach denen jeder Behördenleiter, jeder Staatsminister, jeder Ministerpräsident sein Handeln ausrichten muss. Wahrheit und Klarheit. Und da fehlt es Ihnen ganz gewaltig. Wir sind ein Kanal, wir sind ein Ventil für die Spaltung, die vorhanden ist. Dass Sie, Herr Ministerpräsident, Ihre Islamanbiederei noch dazu ausgerechnet in einer DITIB-Großmoschee absondern, ist wirklich skandalös. Sie machen sich mit den Erdogan-hörigen Hetzern gemein, nur um sich selbst an Ihrem eigenen Geschwafel, anders kann ich es wirklich nicht mehr nennen, von der angeblich so bunten Vielfalt zu berauschen. Es geht hier eben nicht darum, ob ein Ministerpräsident ein geeigneter Redner bei einer Eröffnung einer neuen religiösen Stätte ist. Es geht darum, ob es opportun ist, eine Einrichtung der DITIB in dieser besonderen Weise zu ehren und das 6 Wochen vor den Präsidentschaftswahlen, meine Damen und Herren. Kehren Sie zurück zu einer klaren bürgerlichen Politik zum Wohle der Menschen in diesem Lande. Sie müssen wissen, dort sitzen die Feinde der bürgerlichen Gesellschaft, der Feind sitzt links. Es wird hier vielfach von Ausgrenzung gesprochen. Was Ausgrenzung ist, konnten Sie beim Moscheefest in Bergisch Gladbach übrigens sehen. Frauen feierten in einem von Männern abgetrennten Bereich. Und das war kein Zufall. Das wurde so ausgeschildert. Zumindest Artikel 3 ist bei den Muslimen vielfach noch nicht ganz angekommen. Und das ist leider auch etwas, das muss ich Ihnen dann auch vorhalten, in Ihrem Menschenbild, was wir ja als AfD dann auch hier erfahren, wenn Sie uns zum Beispiel auf den Fluren immer noch nicht grüßen. Das ist etwas, was da ein Menschenbild, was dahinter steht, was für mich schwer nachvollziehbar ist. Bei allem politischen Diskurs, bei aller politischen Meinungsverschiedenheit, so ist es doch so, nicht durch das Label AfD können Sie direkt verorten, ob ein Mensch grüßenswert ist oder nicht. Dann reden Sie doch einfach mal mit uns. Das gesellschaftliche Klima für diese Angriffe wird fast jeden Tag aufs Neue geschürt.
von den Medien und immer wieder von Mitgliedern der Parlamente aus diesem Land, die die Terrorbanden der Antifa dulden, unterstützen und sogar finanzieren. Bei diesen Versäumnissen, insbesondere der alten Landesregierung, aber natürlich auch vieler kommunaler Behörden, jetzt nach Umfinanzierung zu rufen, ist billig, meine Damen und Herren. Sie haben es versemmelt, meine Damen und Herren. Wenn Sie diese Frage nicht beantworten, nicht richtig beantworten, und das unterstelle ich, Sie beantworten es nicht richtig, dann gibt es keine Integration, dann wird es auch bald kein Deutschland mehr geben und keine deutsche Kultur und keine Heimat mehr, in die man irgendjemand integrieren könnte. Wir alle sind in vielen Bereichen nur noch so eine Art überbezahltes Studentenparlament, das umsetzen darf, was in Brüssel diktiert wird. Ich glaube, Sie halten die Schulen, die Schulleiter und die Lehrkräfte für irgendwelche hinterwäldlerischen Leute, die unbedingt der Aufklärung von Landtagsabgeordneten bedürfen. In einer Demokratie, und das ist mein Verständnis, muss am Ende immer die freie Wahl stehen, so sehr ich mich auf der anderen Seite für Impfungen stark mache. Wir sind dazu da, dass es eine gute Wahl wird. Hier rechnet man mit einem durchschnittlichen Mehraufwand von 250.000 Euro jährlich pro Hochschule, weiß aber gleichzeitig gar nicht, wo die vielen qualifizierten Datenschutzbeauftragten herkommen sollen. Die unselige Allianz einer scheinmodernistisch orientierten, damals wenigstens neoliberal agierenden CDU-FDP mit einer utopistisch-autokratisch ausgerichteten Linken hat zu der katastrophalen Zerstörung unseres Bildungssystems geführt. Und weil Sie eigentlich nichts mehr machen können, außer zu springen, wenn in Brüssel jemand pfeift, simulieren Sie jetzt Politik. So ist es schon irre, dass der kleine Bäcker um die Ecke, nur weil er Bestelllisten seiner Kunden entgegennimmt, denselben umfassenden Personendatenschutz unterworfen ist wie Großkonzerne wie Apple oder Amazon. Wir alle haben es in unserem privaten Umfeld miterlebt, wie die Papierrechnung nach und nach verschwindet. Es ist daher auch nicht nachvollziehbar, warum im Bereich der öffentlichen Hand weiter darauf bestanden werden soll. Also meine Güte, im Endeffekt bezahlt es nachher wieder der Steuerzahler, ob er will oder nicht, ob er dieses Angebot wahrnehmen möchte oder nicht. Wenn jemand also beruflich, freiwillig den ganzen Tag mit Kindern spielt, bastelt, ihnen die Welt erklärt, aufgeschlagene Knie versorgt, dann verdient das die gesamtgesellschaftliche Anerkennung. Wenn Sie diese Angebote verbessern, müssen Sie immer auf der anderen Seite sehen, es gibt ja auch Menschen mit kleineren Einkommen, die sich das dann von der eigenen Tasche leisten wollen. Und wenn Sie auf der einen Seite aufstocken, was wollen Sie denn dann den Leuten auf der anderen Seite sagen, die tatsächlich jeden Morgen dann aufstehen, zur Arbeit gehen und für ihr Geld arbeiten müssen und das aus eigener Tasche alles zahlen? Was wollen Sie den Leuten sagen? Sie kennen doch die Themen. Unterlaufen des Mindestlohns, keine Arbeitszeitbegrenzung, schlechte Arbeitsbedingungen und mangelhafte Sozialleistungen. Gerade in dieser Branche wird doch der Wettbewerb auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen. Für Schnellschüsse ist dieses immens wichtige Thema nicht gemacht, so sehr ich den Ruf nach Handlung verstehen kann. Lassen Sie uns daher parteiübergreifend und vernünftig das machen, was geboten ist, allein schon, weil wir es den Betroffenen schuldig sind. Wir sind mittlerweile meilenweit von den Bedürfnissen der Bürger und den Problemen unseres Landes entfernt. Das sind Werte, die interessant sind, allerdings sicherlich nicht bei Teilstrecken oder sowas, wo alle zwei Stunden oder viermal am Tag mal eine Bahn lang tuckert. Und dabei denken wir dann immer an Autobahnen, an Brücken und an Schlaglöcher. Der sogenannte ruhende Verkehr findet in der Debatte dafür regelmäßig nicht statt. Dabei ist die Parkplatznot gerade hier in NRW und mit der hohen Bevölkerungsdichte und den vielen Ballungsräumen ein immer drückenderes Problem. Hier darf man sagen, dass Sie doch insgesamt recht grünäugig vorgehen. Sie blenden die massiven Subventionen aus und Sie blenden weitgehend die möglichen Risiken für die Bevölkerung aus. Denn dadurch werden ja weitere Möglichkeiten geschaffen, um Aufenthaltstitel für illegal Eingereiste zu generieren. Das nicht mit uns. Begründet wird das von Ihnen durch die Meinungsbildung, den Auftrag der Meinungsbildung des WDR ohne staatlichen Einfluss. Das ist natürlich eine gewisse Heiterkeit dahinter. Sie haben sich ja gerade großzügig das Personalbudget erhöht. Vielleicht leisten Sie sich in der Fraktion mal einen Referenten für gesunden Menschenverstand. Die Polizei ist nicht mehr in der Lage, die Sicherheit vollumfänglich zu gewährleisten. Inzwischen gibt es in NRW rechtsfreie Räume und Parallelgesellschaften. Grenzschutz schützt Touristen und übrigens nebenbei uns auch. Es muss wohl erst die AfD regieren, damit ausländische Touristen wieder sicher sind. Dauert noch 4 Jahre. Vielen Dank.